zerstört. Over. Moment, ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau... da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift und... Was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Warum schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Okay. Okay. Ich weiß, wie das aussieht. Sie müssen verstehen, er hat Psychospielchen gespielt. Ich hab zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all die Sägen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Wo ist Matt? Ist er okay? Ist seine Befragung vorbei? Ich bin etwas besorgt, weil, naja, ich bin seine Freundin. Hat er das erzählt? Ich meine, vielleicht war er genervt von mir für ein paar Minuten. Aber er weiß, dass ich ihn absolut liebe. Das weiß er. Das hat er auch gesagt, oder? Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört. Nicht mich. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen.
ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Vor vielen Jahren hat mein Großvater die vom Fluch Besessenen gejagt. Aber es gab einen, der ist ihm entkommen. Der fieseste von allen. Der Makapitu. Er war ein schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Und wenn man dieses Monstrum tötet, wird der Geist befreit. Und wirbelt über den Berg wie ein böser Wind, um wieder Besitz zu ergreifen. Man sollte sie nicht töten, ich hab's versucht. Man kann sie nur einfangen und mit Feuer quälen. Und nach all diesen Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden, war der Makapitu immer noch frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Während ich den Makapitu verfolgte, verfolgte er etwas anderes. Der Makapitu jagte die Mädchen über den Berg und ich konnte nichts machen. Ich konnte die Mädchen nicht retten. Aber ich habe sie gerecht. Ich habe den Wendigo gejagt und mit Feuer bestraft. Thank you.